Hey und herzlich willkommen. Wir sind hier auf der Cycling World Europe in Düsseldorf. Hinter uns ist gerade die Siegerehrung vorbeigegangen. Da wurden gerade die Awards verliehen. Wir laufen einfach mal kurz rum und picken für euch die raus, die irgendwie was mit E-Bike zu tun haben. Nummer 1 ist das neue Modell von Robea, gerade erst ganz frisch vorgestellt, das Diem mit seinem eigenwilligen Rahmen, dem schönen Frontgepäckträger und hier seht ihr das angedeutet, einer kleinen Lichtsignatur hier im Vorbau eingearbeitet. Aus unserer Sicht wirklich ein Hingucker, bei dem es nicht überrascht, dass das Fahrrad gleich einen Preis bekommen hat. Blink, blink macht's hier beim Turntech von Busch und Müller. Da schaut mal in unseren Kanal rein, bei denen haben wir eine Verabredung. Da drehen wir für euch auf jeden Fall ein längeres Video, weil das System wollen wir uns genauer mal ansehen zusammen mit Busch und Müller. Gut zu wissen, dass wir da bei einem Preisträger vorbeischauen, denn die Marke hat eine Auszeichnung bekommen in der Kategorie Parts, Components und Technology. Um ausgezeichnet zu werden, muss man nicht unbedingt ein ganz neues Produkt, ein ganz neues Fahrrad vorstellen. Das Designio hier, das kennt ihr vielleicht schon, das ist das X20 Pinion mit Smart Shift. Dem sind wir letztes Jahr auf der Velo Berlin schon über den Weg gelaufen und haben das für euch ganz genau unter die Lupe genommen. Schaut da gerne auch bei unserem Kanal nochmal vorbei. Gibt es auf jeden Fall ein längeres Video auch zu dem Fahrrad. Hat uns damals ziemlich begeistert, ne? Mit der Pinion-Getriebe hier drin. 9 Gänge, schön verkapselt, hält ewig, so gut wie keine Wartung. Fanden anscheinend nicht nur wir toll, sondern auch fand die Jury der Cycling World ganz toll. Das Biese in Amsterdam ist ein typisches City-Urban-E-Rad, E-Bike. Total simpel, total einfach gehalten. Es gibt nur eine ganz kleine Bedieneinheit. Der Lenker ist komplett frei von irgendwelchen Displays. Es gibt auch im Oberrohr keine eingearbeiteten Bedieneinheiten oder irgendwas. Tatsächlich habt ihr nur die kleine Bedieneinheit. Angetrieben wird das Fahrrad von einem kleinen Hinterradnabenmotor von Barfunk. Ansonsten viel mehr braucht es halt tatsächlich nicht. Natürlich steckt im Unterrohr noch ein kleiner Akku drin. Das sieht auch so aus, als würde der sich nur zu Servicezwecken entnehmen lassen. Aber auf jeden Fall auch ein ganz einfaches Modell, das wenig Wartung erfordert, weil es hier auch nur mit einem Carbonriemen versehen ist. Was schick ist für jemanden, der täglich mit einem Fahrrad unterwegs ist, sich immer darauf verlassen will und wahrscheinlich auch ja, keine 3.000, 4.000, 5.000 Euro dafür ausgeben. Wir gehen jetzt gleich auf einen Rundgang für ja, Presse, Blogger und so weiter und werden da schon ein paar der Highlights der Messe sehen. Ein paar Bilder kriegen wir für euch bestimmt mit in die Kamera rein. Also kommt quasi einfach mit und lasst euch überraschen, was es hier zu sehen gibt. Bis gleich. Der Presserundgang hat jetzt hier gerade in der alten Federnhalle geendet. Wir sind jetzt vom Ausrichter entlassen worden, können jetzt tun und lassen, was wir wollen. Was haben wir auf dem Rundgang bisher gesehen? Wir haben gesehen, dass Robea hier
eine eigene Halle gemietet hat, auf der sie auch unter anderem das neue Diem zeigen. Das Ding, die Halle ist aber noch bis 20 Uhr geschlossen. Da können wir also erst morgen rein. Wenn wir bestimmt auch mal einen Blick reinwerfen. Ansonsten war das ein ziemlich bunter Rundgang, so wie auch die Messe ist. E-Bikes neben Non-E-Bikes, Urban-Bikes neben Mountainbikes, Rennrädern, alles wild durch die Bank weg. War ziemlich spannend. Mal gucken, was wir uns da rauspicken und in den nächsten Tagen uns ein bisschen näher angehen. Zwischendurch, ihr seht es auch an meiner Frisur, war es eher so ein bisschen feucht-fröhlich. Düsseldorf zeigt sich heute am ersten Tag so ein bisschen von seiner feuchten Seite. Wir hoffen, dass das sich auf jeden Fall noch ein bisschen bessert. Wie ihr seht, lautet das Motto auf dem zweiten Tag bei der Cycling World Europe: Augen auf und schön um alles und jeden herum manövrieren. Die Messe hat ordentlich Fahrt aufgenommen, ist echt gut besucht. Richtig was los hier in den Gängen. Und ja, das Publikum ist im Grunde genauso bunt gemischt wie das, was es hier zu sehen gibt, wie das, was ausgestellt ist. Es gibt Familien, es gibt Ältere, es gibt jüngere Leute, Gruppen, Einzelne, es gibt Profis, es gibt Leute, die irgendwie ganz allgemeine Fragen stellen irgendwie. Aber Interesse scheint echt ziemlich groß zu sein am Thema Fahrrad sowieso. Wir waren für euch ja auch schon recht aktiv. Haben gestern bei der deutschen Initiative Mountainbiken vorbeigeschaut, sind bei Busch und Müller gewesen und haben dort ganz umfangreich uns das Turntech erklären lassen. Ihr seht, ich habe mir jetzt meinen Helm geschnappt. Wir gehen raus zum Testparcours und werden für euch was probefahren. Was das ist, ja, werdet einfach später sehen. Lasst euch überraschen. Bis dann, macht's gut. So, ein paar Meter haben wir jetzt mit dem neuen Kurt Anyroad gedreht. Mein Eindruck davon, boah, ziemlich sportliches Fahrrad. Die beiden Unterstützungsstufen, das macht es ziemlich einfach, die passende für sich zu wählen. Ihr merkt auch einen deutlichen Unterschied wirklich zwischen 1 und 2. Bei beiden ist es aber so, wenn ihr ein bisschen mehr an Frequenz an den Tag legt, das heißt ein bisschen sportlicher an die Pedale tretet und auch bei der Gangschaltung ein bisschen eine kleinere Übersetzung wählt, merkt ihr sofort, wie der Motor da wirklich auch anspricht und euch mehr Unterstützung bietet. Das hat mir echt gut gefallen. Reifenbreite ist okay, so, ne? Für die Trekking-Geschichten würde es vollkommen ausreichen. Der leicht geschwungene Lenker greift sich auch ganz gut. Das ist von der Position auf dem Rad her ganz angenehm eigentlich. Aufrecht. Aber auch schon ein Ticken sportlich auch, ein Stück weit nach vorn gebeugt. Auffällig auf jeden Fall auch, der Antrieb ist total leise. Man hört überhaupt nichts. Also das war wirklich sehr angenehm. Und auch wenn das jetzt in Anführungsstrichen nur eine einfache Kettenschaltung von Microshift ist, hat die doch ganz gut funktioniert. Ein Drück auf den entsprechenden Schalthebel und schwupps, habt ihr eine neue Übersetzung parat. Ganz schick waren hier die kurzen Bremsgriffe hier von Shimano. Das ist wirklich ganz angenehm. Lassen sich gut sehen, habt ein gutes Druckgefühl. Ja, also erster Eindruck durchweg positiv. Kann man auf jeden Fall mal machen, kann man probieren. Die Bedienung für das Display ist tatsächlich erschreckend einfach. Es gibt hier an der Unterseite des Oberrohrs einen kleinen Powerknopf. Den drückt ihr einmal und schwupps verändert sich die Unterstützungsstufe. Habt ihr jetzt Stufe 2 gewählt, seht ihr hier oben auch nochmal. Live verändert sich auch sofort die Reichweite, die ihr hier angezeigt bekommt. Wir haben jetzt 30 Kilometer. Nächste Stufe ist ohne Unterstützung. Habt ihr natürlich unbegrenzt Reichweite sozusagen. Dann nochmal runter auf die 1 und dann sind es eben jetzt 40 Kilometer. Ampler empfiehlt, das Wechseln der Unterstützungsstufe nicht unbedingt während der Fahrt zu machen. Das heißt irgendwie einfach aus Sicherheitsgründen, dass ihr ja nicht unbedingt am Rahmen erst irgendwie nach diesem Druckknopf sucht. Der Blick während des Fahrens auf das Display ist ziemlich gut. Die Ausleuchtung ist gut, die Zahlen sind groß genug, kann man gut erkennen. Hat mir auch im Grunde sehr gut gefallen.
Das Omox hier, das neue Modell von Thürn, haben wir gerade entdeckt im Testparcours sozusagen. Draußen waren den Testbikes hier auf der Cycling World Europe in Düsseldorf. Und wir konnten einfach nicht widerstehen und haben es uns fix mal für eine ganz kurze Spritztour geborgt, weil wir einfach wissen wollten, boah, wie fährt sich denn das ganze neue Modell? Und ich muss sagen, super spaßig. Richtig fette Reifen da drauf. Ist eigentlich gerade schade, dass es hier nicht schneit. Ich hätte total Lust, das Bike im Schnee mal zu testen. Wir haben es jetzt natürlich ohne jegliches Gepäck gefahren, aber so an sich war das schon mal gerade total entspannt. Der breite Lenker irgendwie gibt euch richtig viel Kontrolle über das Fahrrad. Die Roll-Off-Schaltung funktioniert super. Bremsen 1A, ne? Von Magura sind hier Modelle dran. Passt super. Die große Tasche hier am Rahmen. Da ist der Steckplatz auch drin für den zweiten Akku. Seht ihr hier? Das Orox kann man richtig hochrüsten, in Anführungsstrichen, was die Reichweite angeht. Also da passen dann am Ende hier 800, da 800 Wattstunden, macht 1600 Wattstunden insgesamt. Also da könnt ihr dann auch mit dem Fahrrad, was natürlich auch ordentlich was wiegt, trotzdem auf etliche Kilometer kommen. Und der erste Eindruck jetzt ohne Gepäck war auf jeden Fall richtig stabil, richtig bequem, total entspannt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn hinten ein Kindersitz drauf ist oder die Gepäcktaschen dran gebaut sind oder so, dass es auch richtig gut funktioniert. Die einzige Kleinigkeit, die mir jetzt auf der Schnelle aufgefallen ist, ist tatsächlich ein kleines Klappern gewesen von dem Doppelbein, von dem Ständer. Der hat, wenn ich über Hindernisse drüber gefahren bin, irgendwie dann doch so leicht vibriert. Und ich dachte erst irgendwie, der Akku sitzt vielleicht nicht richtig oder so, aber dann war klar, nee, das kommt von dem Ständer. Das kann man aber vermutlich irgendwie auch nochmal dann später an seinem eigenen Bike ein bisschen festschrauben und dann ist das Klappern vermutlich weg, würde ich mal tippen. Ja, so viel vielleicht für den Moment vom Thürn Orox. Erster Eindruck war echt spaßig, macht auf jeden Fall Lust auf einen richtig ausführlichen Test. Advanced kennen manche von euch vielleicht, weil die Firma ein besonderes Rahmenmaterial verbaut. Wir haben da vor 2 Jahren, glaube ich, auch ein Video zugedreht auf der Velo Berlin. Ist die Firma uns damals über den Weg gelaufen. Wir fanden das total spannend, weil damals haben wir über einen Trekkingrad berichtet. Auf jeden Fall ein Tiefeinsteiger war es. Inzwischen macht Advanced auch ein Gravel-E-Bike. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau, wie das Modell genau heißt, aber wir haben es hier gerade im Testparcours auf der Cycling World entdeckt und dachten, wow, okay, da hat sich ja doch einiges getan bei der Firma. Testen wir es mal kurz aus und ist eine echt runde Geschichte. Also na, ihr seht es wieder, es gibt einen wunderbar tollen Rahmen, der im Prinzip aussieht wie Carbon. Das heißt, ihr habt hier keine Schweißnähte mehr oder irgend sowas. Aber es ist eben dieses recycelbare Material, mit dem Advanced arbeitet. Als Antrieb nehmen sie den Bosch Performance Line SX Motor. Dazu gibt es eine elektronische Schaltung, super Bremsen. War gerade total spaßig, hier ein paar Meter mit dem Fahrrad zu drehen. Macht echt einen guten Eindruck. Ist auch, kann niemals sonderlich schwer sein. Ich würde jetzt mal so tippen, irgendwas so 17, 18 Kilo vielleicht. Mehr ist es bestimmt nicht. Und ja, wenn es euch interessiert, schaut doch mal bei Advanced vorbei. Gibt ein neues super Gravelbike von denen.